Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Herr Bayer, Sie haben Ende vergangenen Jahres der AWG, den Mitgliedern dort, Ihre Lieder gebracht. Haben Sie denn eigentlich noch eine Verbindung nach Güstrow? Also waren Sie schon mal hier? Mein Herz habe ich hier verloren, muss ich so sagen. Weil Güstrow habe ich sehr lieb gehabt, schon als Thomaner. Als 10-jähriger Junge machten wir immer vor den großen Ferien eine Ostseetournee. Und die führte uns auch nach Güstrow und dann habe ich zum ersten Mal den schwebenden Engel im Dom, am Domplatz gesehen. Und das hat, der schwebende Engel hat mich immer fasziniert. Ernst Ballachs Kunst ist großartig und das hat mich immer, seine Kunst erinnert mich immer an diese Stadt. Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, als 10-Jährige begannen Sie bei den Thomanern, dann später haben Sie eine Beatgruppe gegründet. Ja, ja. Und jetzt singen Sie viele Schlager oder später dann auch haben Sie, oder singen ja schon viele Jahre Schlager. Welche Stilrichtung mögen Sie denn besonders? Na, aufgrund meiner Ausbildung als Thomaner liebe ich eigentlich sehr viele verschiedene Richtungen in der Musik, fast alle Musik. Es gibt in der Musik nur, das ist ein Spruch, der oft benutzt wird, aber auch wahr ist, gute Musik und schlechte Musik. Ich mache ja zum Beispiel auch mit der SWS Big Band Merane Swing-Konzerte. Und das macht auch viel Spaß und dann kann ich natürlich, weil ich ja bei der Klaus-Renft-Kombo mal Beat und Rock gesungen habe, gehe ich auch bis zum Rock'n'Roll. Ich möchte ja den Leuten, dem Publikum ein Programm bieten, was abwechslungsreich ist und so kriegen sie natürlich Tagesschlager von mir zu hören, wunderschöne Melodien wie die Baccarole von Jacques Offenbach oder den Gefangenenchor aus Nabucco, aber ich gehe dann auch und singe dann auch mal von Elvis und Rock'n'Roll, das muss man auch wissen, ja. Ja, und es gab ja eine Zeit als Leadsänger mit der Klaus-Renft-Kombo oder auch der Birkholz-Formation, genau. Und wenn Sie daran zurückdenken, woran denken Sie zuerst? Naja, ich denke daran zuerst, dass wir leider mit der Birkholz-Formation, uns gab es nur anderthalb Jahre, wir waren sehr avantgarde oder progressiv und haben Rockjazzmusik gemacht. Damals standen die Leute da und wollten nicht tanzen, sondern die hörten unserer Musik zu. Und dass wir dann nach einem Konzert in Radeberg, wurde der Strom abgestellt. Wir hatten gerade eine Nummer 1 laufen im DDR-Rundfunk mit dem Lied Wer bloß ist heute groß. Das war damals der Textautor Gerolf Panach. Ja, und dann gab es, der Strom wurde abgestellt, ich konnte nichts mehr sagen. 3000 Jugendliche stürmten die Bühne, es gab zum Einsatz der Polizei und damit wurden wir als Band verboten. Das war eigentlich auch dann richtungsweisend. Ich konnte nicht mehr weiter die Musik weitermachen, die ich gern liebte. Aber es gab dann den Arndt Bause. Ich studierte Musik an der Leipziger Hochschule und Arndt Bause auf der Treppe begegnete und sagte, sag mal, du bist der Bayer, für dich schreibst du ein Lied. Ja, das war dann das erfolgreiche Lied Tag für Tag. Und das habe ich ja auch in hier oben an der See, es war Neubrandenburg im Mai, in der Stadthalle Neubrandenburg, wo ich dieses Lied zum ersten Mal im Schlagerstudio sang und das wurde über Nacht ein Erfolg. Genau, das war ja Ihr großer Erfolg. Sie haben sich also nicht unterkriegen lassen. Nein, habe ich nicht. Und ein Album heißt Ich würde es wieder tun. Ja. Würden Sie denn alles in Ihrem Leben so wieder tun, wie Sie es getan haben? Ist vielleicht eine abgedroschene Frage, aber ja, vielleicht einfach mal eine kurze Antwort. Es gibt Fehler, die man macht, man kann sie nicht korrigieren und man bleibt der Mensch, der man ist. Und ich kann nichts bereuen. Ich glaube, dass ich immer dann alles bewusst wiedergerichtet habe, was ich falsch gemacht habe. Ja, 1975 erschien Ihr erstes Album, aber Jahre drauf immer wieder neue Alben, neue Lieder. Was hat Sie denn immer begeistert, Lieder zu singen, zu interpretieren? Ja, ich wollte natürlich immer Neues machen. Es ist gar nicht so einfach, etwas Neues zu machen, was die Leute fasziniert. Es gab Zeiten, ich habe viel durch, Zeiten, wo man plötzlich überhaupt nicht Sänger wollte, die besonders schöne Stimmen hatten. Karel Gott hatte seine große Zeit gehabt. In dieser Zeit war ich auch da. Und dann gab es eben der Wolfgang Petri sah, da ging immer alles in Rhythmus. Das war nicht so wichtig, wann man gesungen hat. Der Hauptsache, es ging uff, 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 uff.
Und die Zeiten sind wieder da, dass man heute eine breite Palette anbieten kann. Und ich mache sowohl uff, 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 als auch schön Gesang. Ja, ein Album haben Sie überschrieben mit Nur die Liebe zählt. Ist das vielleicht auch so ein Stück Lebensmotto von Ihnen? Das kann man, muss ich bejahen, das ist sicherlich. Ich bin ja, ich glaube, ein Mensch, der ohne Harmonie nicht leben kann. Ich brauche immer eine freundliche Beziehung, wie zu Ihnen und zum Kameramann und zu euch natürlich, die ihr uns jetzt zuschaut. Nur die Liebe zählt ist ja eigentlich ein klassisches Lied, das ist nämlich der Gefangenenchor aus Nabucco, und der einen deutschen Text bekam und den singe ich praktisch. Das ist der Gefangenenchor aus Nabucco, Nur die Liebe zählt. Und das ist ein, natürlich ohne Liebe geht im Leben gar nichts. Man kann auch einen Beruf, den ich habe, nicht machen, ohne dass man diesen Beruf liebt. Das ist unmöglich. Man muss, und man sollte jeden Beruf lieben. Ich würde das jedem empfehlen. Das wäre gut. Ja. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns ein Stück haben Anteil nehmen lassen. Ja, alles Gute Ihnen weiterhin. Danke. Ich bedanke mich ebenso. Wünsche Ihnen alles Gute auch. Danke. Nachgefragt das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.